Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2 Hardcore Modus. Mit dabei ist wieder mal der Steven. Hi. Tja. Es ist soweit. Wir dürfen uns dem unverwundbaren. Naja, was heißt unverwundbar? Ist es ja nicht. Unsterblichen. Die stellen. Mal wieder. Ja, nachdem wir nochmal das mit der Nadel geschafft haben. Ach ja. Du könntest ruhig mal dein Ladezeiten gerade verkürzen. Ich verstehe gerade nicht, warum das immer so lange dauert. Wird schon mal tragen. Ja, aber der Aufzug ist beim letzten Mal nicht so lange gefahren. Langsam mache ich mir Sorgen. Mal wegen Laden, ja. Ja, ich geh raus. Ah, das ist aufgegangen. Spaß mit der Nadel. Okay. Ist die Maschine, wie Strauss sagte. Ich erinnere mich. Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in dem die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Vor uns? Dass wir zusammenarbeiten. Schritt 4. Ja. Bist du bereit? Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Also ganz ehrlich, ich möchte bloß mal anmerken, wenn jemand mir sagen würde, nach der Frage, es wird wehtun, nicht wahr, sagt ja und dann geh rein, würde ich nicht reingehen. Ich auch nicht. Rein. Schritt 2. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut streunt über dein Gesicht. Okay. Ah, hat mal geklappt. Ja. Mit ein bisschen Übung geht das eigentlich immer. Und versuch bitte nicht ins Mikro zu boosten.
Es tut mir leid, wenn ich das gerade gemacht habe. Ich habe mein Herz jetzt mal ein bisschen anders gesetzt. Ich hoffe, ich bin noch laut genug. Ja, bei mir jedenfalls. Naja, ich habe gerade einfach bloß weggeguckt, weil ich ganz ehrlich, die Katzen gefällt mir nicht wirklich. Nicole! Ich weiß, habe ich das vorhin geguckt. Möglicherweise habe ich deswegen nicht Isaac. Jetzt ich werde bei Marke auf mich geboostet. Aber was soll ich tun? Verdammt. So. Kapitel 14. Lange in der Stase. Ich muss hier was hacken. Was? Oh. Ja, komm gleich. Ja. Was sich einer mega in dem Scharfschott, ja. Ah, stasifiziert, Gegner, okay. Naja, eigentlich wollte ich bloß irgendwie die Gliedmaßen abtrennen. Aber scheint mit dem Ding einfach nicht so gut zu funktionieren. Wie es meiner Meinung nach sollte. Boah! Ja, du solltest nicht heilen. Ja. Darf ich das ruhig sagen, wenn ich sehe, du hast nur rote Energie? Ja, darfst du. Okay, Feuerfall. Ja, ganz ehrlich. Ich weiß, dass Rexy mich halt verfolgt. Kommt halt relativ schnell wieder. Ernsthaft?
Das geht schnell. Aber wenn du kaufst, denk an den Anzug, ne? Ja. Den Platz habe ich jetzt im Inventar frei. Noch drei Slots. Ich wäre nicht hardcore, wenn du nicht sterben würdest, ne? Hm. Was passiert? Ein Audio-Log. Kimmerfelds Forschungslog 43553. Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, wenn wir sie je hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf den Minimarker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf Ege 7 hatten recht. Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ich muss gehen. Mein Supervisor flüstert dem Sicherheitsmann etwas zu. Ich glaube, ich werde jetzt deutlich cutterbasierter schießen. Die Maschine, wie Strauss sagte. Ja. Ich erinnere mich. Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in dem die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Vor uns? Dass wir zusammenarbeiten. Schritt 4. Ja. Bist du bereit? Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Schritt 1. Reinkriechen. Schritt 2. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut strömt über dein Gesicht. Ich könnte diese Cutscene einfach überspringen. Nicole! Wo bist du? Folge dem Licht, Isaac. Ich werde beim Marker auf dich warten. Aber was soll ich tun? Kapitel 14. Noch ein weiteres Mal. Ja, das fühlt sich besser. Regeneriere nicht so schnell. Ach, Mann! Scheiße. Er steht ja auf. Start lässt nach. Was zum. Ich hasse dieses Hacken, weil es einfach so sinnlos Zeit.
Ah, verstehe ich. Ach, komm schon! Ich hab das eindeutig richtig gedrückt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte, das Vieh kommt da früher raus. Komm, ernsthaft? Du bist durch die Tür gerannt? Mach ich den Dick, muss man noch mal wissen. Wow! Du auch? Rausfallen.
Chronometer. Lass mich echt nicht in Ruhe. Ja, das ist halt so, wenn man ins Finale geht. Eintrittsvakuum. Muss es denn noch ein Vakuum sein? Weil du es liebst. Fuck! Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich auch nicht, das ist das Problem. Dass da auch so ein Laser war. Ja, toll. Nochmal das lustige Augenspiechen. Ja. Würzig, wenn ich nach dem Augenspiechen spreche.